Herzlichen Dank an Petra Brixe. Der Termin für die Aktion der Blockadegruppe nochmal. Es ist der Dienstag, 24. Juli ab 6.30 Uhr am ehemaligen Nordflügel. Als nächsten Redner begrüße ich Michael Kaufmann von den Badenern gegen Stuttgart 21. Luftballonaktion starten und dann spielt noch mal das Parkorchester Compagnia Sackbahnhof. Eine etwas satirische Rede. Guten Abend, Stuttgart. Guten Abend, ihr Kämpfer für den Kopfbahnhof, gegen den Schlamm und den Dreck in diesem Land. Freunde der ehrlichen Demokratie, Bewohner einer Scheibe. Stuttgart in badischen Ballons, das macht mir Freude, das kommt gut. Solange die Wertschöpfung des Lebens aus Geld besteht, der Mensch nach Konsumverhalten und Gehaltsklasse qualifiziert wird, wir an das Geld glauben und der Macht des Geldes nicht widersprechen, solange Politiker nach ergaunerter Volksabstimmung zu hämischen Fratzen mutieren, ihr Niveau und gnadenlose Bürgerverachtung beibehalten, Kostendeckel zum Klodeckel werden, Mineralwasser zum Spülen desselbigen deklariert wird, 16.000 Stellen für Lehrer gewissenlos in Bautröge versenkt werden, die Regierenden erhobenen Hauptes Wahlbetrug manifestieren, mindestens so lange wird die Erde eine Scheibe sein. Solange das Stuttgart 21 Grundübel, die Kanzlerin bürgerverachtend und machtbesessen im Lobbyistenbett schläft, ein an Inkompetenz nicht zu überbietender Verkehrsminister nur den privaten Verkehr versteht, die Wende von der Wende praktiziert, gleichzeitig Karlsruhe die neue Generation von AKWs erforscht, Bürgerbegehren am selben Tag in den Boden gestampft werden, der Bürstenhaarschnitt zum Wahrzeichen frevelhafter Parkzerstörung, ein blasser Bubi schon beim Lesen der Worte Wirtschaft und Finanzen überfordert ist, das grün-rote Durchregieren Hochkonjunktur hat, wenn Lehrer die Stresstestprüfung nicht benoten, im Filterdialog munter mitlügen, das Jurastudium als Freischein für jedes Ministerium gilt, solange wird die Erde eine Scheibe sein. Freiheit bedeutet das Recht, anders sein zu dürfen, ohne Furcht vor Unterdrückung haben zu müssen. Herr Züchtle, Himmel, Donnerwetter, wann beenden Sie die immerwährenden Nötigungen, das illegale Filmen ihrer Bürger? Ja. Bravo! 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 Mein Grundrecht und meine Pflicht ist es, mitzuhelfen, dieses Land vor dem größten Wirtschaftsbetrug zu bewahren. Nötigung und Provokation ist rechtswidrig. Mappus ist Geschichte, Herr Züchtle. Der Filz und die falsch verstandene Rechtsstaatlichkeit offensichtlich noch nicht. Ein SPD-Politiker zur Verfassungsschutzkrise. Das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden ist das größte Kapital der Demokratie. Herr Reichert lässt grüßen. Ein Schwabenstreich wird zum Gefahrenpotenzial. Vorsicht, ich bin Gefahrenpotenzial 7. Ihre Polizei hat das Vertrauen verspielt. Wir glauben nicht mehr an die rechtsstaatliche Handlungsweise ihrer Truppen. Innenminister verleugnen gerne die Strategie ihrer Polizei. Das hat die Vergangenheit gezeigt. Herr Rebert Reck ist heute noch unwissend, hat noch nie etwas gewusst.
Ihr Vorgänger ist im Vorruhestand. Ach ja, wenn Sie ein neues Foto von mir brauchen am 24.07., ist eine rechtsstaatlich legitimierte Blockade an der dümmsten Baustelle Europas. Solange die Polizei Recht mit Unrecht tauscht, Kretschmann, Schmidt, Schmiedel, Hauch und Co. die politische Kultur vollends zerstören, uns belügen und betrügen, das Wort Mutti nichts, rein gar nichts mehr mit Fürsorge zu tun hat. Herr Häusler, grundlos fremde Wohnungen betritt, solange bleibt die Erde eine Scheibe. Ballons sollen als Zeichen in den Himmel steigen, dass es viele aufrichtige Schwaben und Badener Württemberger gibt, welches diese unmenschliche, dumme Projekt Stuttgart 21 nicht wollen. Die aufsteigenden Ballons sollen zeigen, dass wir gemeinsam Baden und Schwaben uns weiterhin mit großem Einsatz gegen dieses Projekt und die Willkür unserer durchgedrehten Politiker wehren. Wir machen jetzt den Ballon-Countdown zum Steigenlassen der Ballone. Ich zähle ab und bei Go lassen wir alle die Ballone los und geben ihnen freien Lauf. Achtung, Countdown. 5, 4, 3, 2, 1, Go! Oh,
Applaus.